We gotta get out of here. They're too close. We'll never outrun them. We have to fight. Oh, fuck. At least they don't know there are two of us. We can take them by surprise. In a pig's eye. I'm out of here. Look here. If you run, they'll kill you and me too. Together we stand a better chance. Jesus Christ. All right. I suppose you're right. Komm, sind drei und einer hat nur eine Fackel. Is that the best you can do? Ow! Upsala. Wring your neck, you cur. This won't take long. Slay you dead, scum. Yow! Damn! This won't take long. What is it? I'll send you straight to hell. Boah, kämpfen ist. You're dead. Damn. Echt nicht einfach. Meine Ausdauer ist auch total am Ende. Ah, der erste liegt. Ich helfe dir! Hexer! Komm her! What is it? Getting scared? I'll slay you, you scum! Deine Schulter ist offen. Nein! Schrei ruhig. In die Halsschlagader. Wo ist der letzte? Freund? Freund? Ach, das ist mein Pferd. Wo ist er hin? Hm. Gucken wir mal rein, was er so dabei hatte. Ah, guck mal, das ist ein Apfel. Und ein Ad-Zeichen. Gut, dass die alle Essen dabei haben. Nee, ich bin gleich voll. Ich bin jetzt auch schon voll. Wir müssen gleich ein bisschen Sachen wegschmeißen. Da sehen wir mich unten, da ich überladen bin. So. Meine Hand geht's jetzt auch besser.
Das können wir wegschmeißen. Jetzt sind wir nicht mehr überladen. Ach so, umso mehr Rüstung ich habe, umso leichter bin ich zu sehen, umso lauter bin ich auch. Da unten sieht man dann die Unterschiede. So, das können wir auch wegschmeißen. Das kostet ja alles gerade nur Gewicht. So. Tja. Tut mir leid, falls du gestorben bist, mein Freund. Und die Holzfäller scheinen auch nicht mehr so wichtig zu sein. Ich guck mal in die Höhle. Er hat wahrscheinlich nur versucht, die Zukunft aus dem toten Tier zu sehen. Naja, seine Zukunft scheint nicht so gut gewesen zu sein. Weil er tot ist. Ah, es kann auch auf einen zukommen. Oh, du bist echt süß. Puh. Gesindel. Was ist das da oben? Habe ich einen Sack auf dem Kopf? Stimmt, ich habe aktuell einen Sack auf dem Kopf. England im 15. Jahrhundert. Endlose Weiten. Und Dixie-Klos. Durch die Metallzäune kann man denken, es wäre ein Entertainment Park. Baratur fragt, auf welche Detailstufe ich das spiele. Ist das Maximum? Sind Ultra-Settings. Aber es zieht auch ganz schön an der Leistung, teilweise. Vor allem, wenn ich meine Haare zeige. Ach, es spielt in Böhmen, gar nicht in England, Entschuldigung. Talk to the Master. Ach so. Das meinen sie im Chat, das ist das Trainingslager. Hier werde ich wahrscheinlich kämpfen lernen.
Bist du der Master? Du bist nur irgendein Typ auf dem Pferd. Du bist der Master. I'd like some training in handling a sword. That's commendable, but my services aren't for free. For 5 Groschen, I'll teach you the basics. What do you say? Was? Du willst Geld? Na gut. Sounds good. When do we start? Right away, if you like. Take this wooden sword and come to the arena with me. That thing you have in your hand is a sword. I'm a Cuman and I want to kill you. Try walking around a bit. Movement around the battleground is just as important as being able to swing. Ich sehe gerade, es gibt ein Problem mit dem. Ah, jetzt. Upsala. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Ich war vorhin irgendwie in einem Dialog gefangen. Aim for my head and attack. What's he doing here? That's it. Try attacking from various angles. You can stab and chop. You're not totally useless. Good. Yeah. That wasn't bad. Er ist mein Misagi. Fine, that's enough. Now, I'll attack and you try blocking me. Hold the sword in front of you and learn to fend off various thrusts. I'll go slow for now. Ah, mit Q blocke ich. Good, that's it. Muss dann von der Seite blocken, von der er schlägt. That's enough. Notice how exhausting it is holding the sword above your head. Now I'll show you how a master blocks. Attack! See, you wait for the strike and only fend it off when you see exactly where it's going. Attack! Now you try it. Watch my backswing. As soon as I start to come down, block. That's it. Again! That's it. Again! Na, lasst mich jetzt mal vom Zaun weg. Ah. That's it. Again. Ow. Yeah. When you manage to fend off the sword, you can lunge straight away. Try it. Now I'll show you a trick or two. You can lead an opponent by the nose. You give a few basic strikes, and when he least expects it, you attack out of rhythm. Defend yourself. I'll show you how it's done. Now you try it. If you link together a series of strikes, then you can attack unexpectedly. A strike like that is almost impossible to fend off. Ah, krass. Es gibt Kombos.
Ist ja schon so wie bei Street Fighter. So, oben, daneben und dann von unten. Ich treffe dich doch genau mit dem. Und dann? Irgendwie sieht er auch sehr komisch aus, aber... Was will er noch von mir? You with that weapon. That's forbidden here. Put it away immediately or I'll call a guard and he'll soon teach you manners. Ich würde aber sagen, das war eh alles, was ich lernen konnte. Crush him. Ich werde gefragt, ob es später andere Waffen gibt. Das ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall einen Kampf mit Bogen noch. I'd like to try that too. You have to put up at least 10 Groschen. If you win, you get it back. Here's the 10 Groschen. Are you sure? I wouldn't want to have to scoop you out of the arena with a shovel. Who do you think you can take? Was bist du denn für ein Lackaffe? Sieht aus wie ich. Ich kämpfe gegen mich selbst. Genau, klopp ihn ins Gesicht. I'll send you straight to hell. Au. Au. This won't take long. Und das soll der Beginner-Fight sein. Ich weiß gar nicht, wann gilt's als gewonnen oder verloren. Ich verliere nämlich auch keine HP.
Ow. You fucking dog. Out of breath? Ein bisschen. You fucking dog. I'll send you straight to hell. Habe ich mal keinen mit Schild genommen. Oh Mann, ey. Ich versuche übrigens gerade stärker auf Parieren zu gehen. To hell with you. Aber ich weiß nicht, ich glaube, er stirbt einfach nicht. Man kann einfach unendlich spielen. Ach so, weil es Training Fight ist. Glaube ich. Moment, geh weg. Lass mich raus. Ich will nicht kämpfen, ich bin Pazifist. Well, how do I have to tell?